Assalamu alaikum und marhaban. Ich hoffe, es geht euch super. Unser letztes Video bei Lesen und Schreiben und dann haben wir alles hinter uns. Heute lernen wir, wann wir Al-Lam La sagen und wann wir La sagen. Es gibt zwei, Muraqqaqa, Mufakhama, genauso wie Ra. Nur hier ist Al-Lam nur in einem Wort, ändert sich der Lam nur in einem Wort. Und zwar bei Allah. Okay? Wann sagen wir Allah und wann sagen wir Allah? Das ist hier die Frage. Wir gucken, oder wir sagen, ich sage euch mal schon jetzt, wir gucken den Buchstaben vor dem Wort Allah und gucken, was er am Ende hat. Hat er ein Fetha oder eine Kesra? Hat er ein Fetha oder ein Dhamma? Dann sagen wir Allah. Hat er aber ein Kesra, dann sagen wir Ella. Und hier die Beispiele. Inna Allaha illa Allahu ala Allahi ila Allahi azabullahi. Alles entweder Fatha oder Dhamma. Ishqullaha khalqullaha. Okay, bis hier. Jetzt die Kesra. Fi sabilillahi fillahi bi-idhnillahi. Hier alles Allahi. Okay? Es war eine schöne Zeit mit euch. Also wir sind jetzt hier fertig mit dem Lesen und Schreiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen alle. Passt auf euch auf. Assalamu alaikum. منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منها